Jetzt geht es weiter. Wir müssen das Stöckskis einsammeln, meine sehr verehrten. Meine nicht verehrten. Also verehrt ist ja wieder mal, ne? Das ist ja wirklich übertrieben. Haben wir denn noch Stöckskis? Das ist doch Holz. Ach da. Moment, ich lese sofort. Irgendwo. Hä? Wo sind denn die anderen Stöckskis? Einen brauchen wir noch, ne? Hä? Haben Sie Stöcker gesehen? Ich glaube, sie ertrinken. Bin nicht sicher. Da. Oh, jetzt müssen wir 19 Zombies töten. Das ist aber unangenehm. Nachladen? Ne, müssen wir gar nicht. Guck mal, wir haben neuen Boogie. Haha. Wo strömen sie denn? Ach da. Doggy! Nachladen. Oh. Upsi. Da wurde jemand daneben geschossen. Das ist immer unangenehm. Wer das wohl war. Das herauszufinden ist die Aufgabe der Zuschauer. Ach ja. Nane Fluppe dachte, wir haben damit aufgehört. Was? Wer hat damit aufgehört? Du hast aufgehört zu rauchen, das finde ich gut. Sehr gut, Silent. Sehr gut. Rauchen ist ungesund. Ich rauche bis zum Ende durch. So. Haben wir zwei Aufgaben geschafft, ne? Ne, eine. Wir müssen die zweite noch machen. Right? Ja, ich weiß, unsere Sachen sind in Springfield, aber das bringt uns nichts, weil das kostet uns 300 Liter Sprit. Wir müssen nochmal in die Wüste? Ach, die Schatzkarte, ja, das ist ja Quatsch. Und hier oben müssen wir nochmal hin, weil wir haben keinen Dietrich. Das müssen wir leider alles nochmal machen. Ja. Wie kommst du drauf, dass ich das Rauchen aufgeben wollte? Weiß ich nicht, habe ich das erzählt? Kann ich mir jetzt schwerlich vorstellen. Doggy! Oh, McFadden ist auf dem Weg. Achso, nachladen. McFadden! Ich fände ja... Da sind immer viele hier. Oh, wir haben neue Errungenschaft. Executioner, ey. Wir sind ein Hero. Moment. Mir war so, weil ich nicht rauche. Ach so, ja, das ist okay, das ist okay. Niemand muss rauchen. Ich habe letztens festgestellt, hallo, was ist denn jetzt kaputt? Oh nein! Entschuldigung. Das sind neue Fallen, da muss man echt aufpassen, da kommt man nicht mehr raus. Schnell. Da habe ich weniger Kaffee getrunken. Ich habe morgens nur 2000 Kaffee getrunken, sonst nichts. Und dann habe ich mich gewundert, eine Woche lang. Warum ich mittags, kein Scherz, so ab 1 Uhr war ich so müde, ich hätte, egal wo, im Sitzen einschlafen können, das nicht als Gag, sondern ich hätte wirklich direkt, zwischendurch war ich so müde, dass mein Kopf, so wie bei den Zombies so,
weil der Kreislauf weg war. Hallo. Ja, also ich brauche Kaffee und Zigaretten. Was mache ich hier eigentlich gerade? Ach so, suche nach Hinweisen zum Treffen. Ah, okay. Halt! Finde den Schlüssel. Hast du nie geraucht, Silent? Wo sind hin? Ach da. Oh. Halt. Wer ist denn da? Oh. Spacki. Ach, nervt der. Also Mädels, bitte nicht den nochmal mitbringen. Danke, der ist ätzend. Der Typ. Oh, ich muss eben schnell mich verbinden. Ich sollte viel öfter die Tonnen benutzen, die um uns herumstehen. Das ist sinnvoller. So, mal gucken. Nachladen. Nett. Die Leute streiten sich immer, was noch gesund ist. Bei Kaffee, manche sagen, 3 Tassen am Tag sollen noch gut sein. Ja, ich hatte vom Kreislauf her, weil ich seit Ewigkeiten halt Kaffee trinke über den Tag, so Pötte halt, ne? Und da ist der Kreislauf, hat sich ziemlich dran gewöhnt, glaube ich. Dass Koffein da ist, genau. Ja. Also welche Aussage wohl nicht stimmt, weil immer alle gesagt haben, wenn man viel Kaffee trinkt, man würde so viel Wasser verlieren. Das ist also nachgewiesen, dass das, also mittlerweile weiß man, dass das, man verliert ein bisschen, aber es ist nicht extrem, dass man verdurstet quasi. Ich bin mitten in der Diskussion, ne? Das ist nicht nett. Oh. Und dann ist aber schon 2-3 Jahre her, glaube ich. Da gab es eine Idee, da gab es eine Dings, dass man gesagt hat, dass aus der Kaffeebohne an sich. Da war wieder eine Falle, ne? Weil ich wieder renne wie ein Doofen. Dass beim Kaffee aufbrühen, also aus der Kaffeebohne selber beim Brühen, soll wohl auch ein Vitamin freigesetzt werden. Also Vitamine sollen da schon drin sein. Ob das stimmt? Weiß ich nicht. Habe ich mal irgendwann mal gelesen, dass man gesagt hat, der Kaffee ist gar nicht so, wie es alle immer behaupten. Hä? Wo muss ich denn hin? Ach so! War auch doof. Natürlich den Schlüssel holen, du Pimmel. Oh. Das war die böse Falle. Matt? Nee, nie geraucht und hab auch keinen Kaffee ist bar. Aber Zuckersäfte, aha. Kaffee ist bar, hihi. Und Zuckersäfte, ne? Shame on you. Ach, ich denke mal, jeder muss ja leben irgendwo. Also, ich habe keinen Bock. Da bin ich ganz ehrlich. Hab ich mich jetzt erschrocken, Alter. Ich habe wieder nicht nachgeladen. Zur Strafe müsste ich eigentlich sterben. Weil ich jedes Mal vergesse nachzuladen, ich Pimmel. Ich denke einfach, jeder soll gucken, dass er einigermaßen nett lebt. Das halte ich für sinnvoll. Und auch mal ehrlich zu sein, wenn man 80 Jahre alt wird oder 85 Jahre, heißt das ja noch lange nicht, dass man ein gutes Leben hatte. Weil das immer so dargestellt wird nach dem Motto, ja, man hat doch damit, wenn sie da nicht rauchen, wenn sie dies immer da gesund leben, dann können sie 90 werden. Ja, wer sagt denn, dass ich mit 90 rückblickend ein erfülltes Leben hatte? Das ist ja kompletter Quatsch. Ja. Also ich habe kein Bedürfnis, 80 oder 90 zu werden, bin ich ganz ehrlich. Was ist jetzt los? Oh. Hallo. Oh, ein neues Gebüt. Außer ich bin mit 90 so fit wie William Shatner. Körperlich und geistig. Und ich habe so viel Geld wie William Shatner. Dann ist mir das egal.
Wobei auch nicht. Ich habe nicht unbedingt, also 70, 75 reicht. Dann ist gut. Oh. Wie kann man denn bei einem Zombie so daneben schießen? Hier gibt's nichts. Such woanders. Ja, das war so klar, dass ich jetzt auf die andere Seite muss. Eine Handgranate, eine schicke, haben wir wieder gefunden. Das ist aber schön. Das können wir mal eben verwenden. Ich weiß immer noch nicht, was Naturfreund eigentlich bringt. Ich habe keine Ahnung. But my lady Greensleeves. Ist das eine Kirche? Also das geht aber mal gar nicht. Hallo, meine Herren. Da müssen wir doch mal die Kreuzzüge wieder aufleben lassen. Amen, Amen, Amen. Bett? Ja, das geht auch. Sehr gut erfasst, Silent. Ich vergesse das nur die meiste Zeit. Das ist das Problem. Nee. Diesmal hat es geklappt. Beim letzten Mal nicht, deswegen haben wir eine Aufgabe nicht geschafft. Und ich vergesse immer nachladen, das ist das Dumme, wie jetzt. Gerade habe ich auch, dann habe ich die Schnellfeuerwaffe genommen und da war nichts, da waren zwei Schüsse drin und da bin ich fast gestorben. Suche nach Hinweisen, ach da. Oh. Ja, das ist ja diesmal recht easy. We tested the new samples of the newbies yesterday. Most of them are dead now. And what about the main product? How is it going? It's almost done. We just need to test it in the open space. Good. We need it ASAP. Here is the list of the other compliant subjects for testing. Put it in the safe. Ah, rechts ist wieder ein geheimer Dingsbums. Oh. Wie ist er denn? Rechts. Wow, voll der Tattoo-Guy. Richtig. Das ist ja... Hey, first try. Ja, gut, ne? Bin ich auch der Meinung. Vorhin bin ich wirklich... Wir haben eine Aufgabe hier oben. Und die hatte ich nur... Hier oben die. Da hatte ich nur einen Dietrich. Und da bin ich leider gescheitert, weil ich das nicht gebacken gekriegt habe. Um die Tür aufzumachen. Also in dem neuen Gebiet hier musst du zwischendurch die verschlossene Tür mit dem Dietrich öffnen. Ich glaube, wir werden auch nochmal... Aha! Juhu! Ey, wir haben zwei Missionen geschafft. Das ist doch gut. Ne, das ist, glaube ich, zu teuer. Ne, warte mal. Wenn wir hier rüberfahren, sind das 8 Liter. Hier sind 7 Liter, dann müssen wir nochmal hier rauf. Ich glaube, ach nee, können wir ja nicht. Ich habe keinen Spaten, ich Idiot. Ja gut, wir haben noch 75 Liter übrig, so ist er nicht. Ja, First 3, hör mal. Ist unsere erste. Komm, wir versuchen mal. Ich muss mal anders hinsetzen. Meine Brüste hängen heute so tief. Ich habe den BH vergessen. Oh! Assassin's Creed? Oh, Aki Shamrock.
Oh, der hat ja geklappt. Laden! Laden Sie doch nach! Wer ist denn da runtergesprungen? Nachladen! Wir haben noch 6000 davon, das ist doch super. Gut, dass wir so fleißig Munition gesammelt haben. Jawohl. Was mache ich denn jetzt hier? Ach so. Wo muss ich hin? Hä? Ich weiß halt nicht. 20 Meter hinter mir. 22 Meter? Muss ich hier runterspringen? Ein Selbstmörder. Ach, guck mal. Verband, Gold und ein Fräschen. Ach, das ist doch schön. Hat sich schon mal gelohnt. Nee, da wollte ich gar nicht. Ich kann schon wieder zurück. Ich wollte hier reingucken, ich doof gehabt. Oh. Oh, wir haben Gold dazu bekommen. Brauchst du einen größeren Rucksack? Ja, ich brauche einen größeren Sack. Das ist richtig. Ich hätte gerne einen Jutesack. 3 Steckplätze haben wir noch, ne? Jo, wir müssen ja eh zurück. Genau. So, da können wir rüber. Ach, das war die Zwischenaufgabe. Ach so. Da ist unser Buggy. Ja, ein Mad Max Auto haben wir. Ist das nicht geil? Das ist so geil. Das ist voll geil. Das ist super geil. Dankeschön. Muss man eben diesen machen. Sekunde. So, ich schütte mir nochmal einen Kaffee ein. Da muss ich aber gleich mal mein Wasser trinken, sonst bin ich gleich wieder tot. Und ich glaube, ich muss die Heizung mal anmachen. Irgendwie ist, ich weiß nicht, warum meine Hütte so kalt ist. Unglaublich. Unglaublich. Man glaubt es kaum. Guck mal. Ich bin ja Influencer. Was? Sie sind krank? Ja. Aber richtig. So. Machen wir das. Dann machen wir das. Das. Und das. So. Jetzt können wir weitermachen. Wunderbar. So, dann gehen wir mal weiter, glaube ich. Na, das war's. This was it. This was the Otto Show. Und gehen. Pietreten. Hi! Ja, ich weiß. Achso, das habe ich noch nicht geschafft. Das war das, genau. Ja, ja. Gehen jetzt erst zum Händler. Das bringt schon mal ordentlich Asche. So. Die Rotze braucht kein Mensch. Also ich zumindest nicht. So, Rest packen wir mal. Oh, holy night. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Saviour's birth. Nee, können wir noch nicht. Ah! Wir haben ja noch 75 Schlitter. So.
Ich habe die Pumpen repariert. Sie sollen jetzt funktionieren. Hervorragend. Oh, du brauchst Fertigkeitsstufe 65. Ui. Ich kümmere mich darum. Worum? Hervorragend. Wir müssen auch den Generator in Betrieb nehmen. Er befindet sich am Bahnhof. Oh, das ist auch ein neues Gebiet. Der schon seit einiger Zeit von den Banditen kontrolliert wird. Wirst du es versuchen? Nee, wir müssen wieder Banditen töten. Das ist ungünstig. Das machen wir nicht so gerne. So, dann müssen wir da hinten noch rein, unsere Aufgaben abgeben. Und da müssen wir überlegen. Also ich möchte eigentlich wollte ich zwei Spiele spielen. Ha, plus 6 Karma. Dankeschön, mein Ameisen-Joe. Oh, der Ehrenhafte. Wir brauchen Nahrung für den kommenden Winter. Ja, müssen wir später machen. Tut mir leid, ich habe jetzt nichts dabei. Redford? Hattest du Erfolg? Hallo, ich bin ein Hero. Das ist verrückt. Das sind medizinische Berichte unserer Soldaten. An ihnen wird in der Forschungsstation experimentiert. Geh dorthin und finde heraus, wer unsere Männer benutzt. Du Sau. Und zu welchem Zweck? Ich kümmere mich darum. Dankeschön. Benutz mich, beschmutz mich. Nenn mich Schlampe. So, wir müssen leider ein neues Haus kaufen, da habe ich überhaupt keinen Bock zu. Ist er nicht schön, unser kleiner Mad Max Buggy? Geil, ne? So, jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Achso, ich habe was im Sack. Ja, ich kaufe keine Autos, hallo. Oh! Da hat wohl jemand erfolgreich gearbeitet, sehe ich das mal richtig? No, 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 no. Oh, die Forschung ist aber weit. Gehen zum Bahnhof. Wüste. Also die Schatzkarte. Oh. Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Wirklich jetzt. Jetzt bin ich gerade durcheinander. So, brauchen wir mehr Geld? Nee, ne? Das können wir noch behalten. Das können wir noch behalten. Achso, nee, war richtig. Warte mal. Wir probieren mal die gute Muni. Wir nehmen die natürlich auch mit. Mal gucken, ob die wirklich so viel mehr Schaden verursacht. Long lay the world. Davon haben wir leider nicht genug von der guten. Die will ich aber auch aufbewahren. Für den Fall, dass... Achso, wir können ja Punkte vergeben. Fällt mir gerade auf. Wie viel haben wir denn? 12! Nein! Blöd, Mann. Heilen. Wir können eigentlich mal Schloss knacken, ne? Verringert die Schwierigkeit beim Knacken eines Schlosses. Für jede wird dir Dietrich-Bewegung verlangsamt, während du ein... Ja, ne? 0,4. Keine Ahnung, was das sein soll. Wobei, ich würde den Handel gerne nach oben treiben, weil wir werden noch viel kaufen müssen. Und von daher müssen wir günstiger einkaufen. Wir haben 2 Vorteilspunkte. Ey! Berserker. Wenn dann, ja, das ist alles Quatsch. Ja, ist mir auch egal. Begabt? Ja, sind wir eigentlich nicht. Für jede Stufe erhältst du 2% mehr Fertigkeitspunkte. Ja. Ich kauf gleich nichts. Du erhältst, ja, ja, Kaxe, Kaxe, Kaxe. Aneralin. Der erste Angriff nach Betreten eines Ortes ist dumm. Deine Sprachfertigkeiten wird um 5% verbessert, wenn du mit Frauen sprichst. Ist mir egal. Die erste Wunde in Jonen. Ja, 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 ja. Hacker. Der Zeiger ist. Ah, das ist gut. Das ist das mit dem. Wup, 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 wup. Da werden wir uns mal eben kurz den Hacker kaufen. Schneller Reisen ist mir egal. Bücherwurm ist mir egal. Ja, das haben wir ja abgegeben. Ich habe die Waffe verkauft, diese komische Elektrowaffe. Weil die Quatsch ist. Und die macht nur 47 Schaden. Also ist sie Schwachsinn. Also ich finde die Schwachsinn so.
Kann sein, dass wir die später noch brauchen, aber ich denke mal, dann werden wir die eben wieder zurück. Wir könnten den Rucksack größer machen, das wäre vielleicht mal nicht schlecht. Kritischer Treffer, Grenadier, Granaten, ja, ist mir jetzt egal. Verdoppel dein Karma erneut, sowohl positiv als auch negativ. Könnte, ich weiß nicht, ob Karma, was das für eine Auswirkung hat. Dietrich ist 20% langsamer. Das könnten wir eigentlich mal machen, ne? Genau. Weil wir jetzt hier in dem Gebiet immer Türen, also öfter mal Türen auch, nicht nur Safes öffnen müssen, sondern halt auch Türschön, um weiterzukommen. In Spiel. In Spiel. So. Habe schon voll meine Puddingarme in den Bildschirm gehalten. Das ist auch schön. Okay, das haben wir doch schon mal fleißig gemacht. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Hör mal. Das ist die Frage. Ach, das war mit dem Bahnhof. Das war die Schatzkarte. Das war das oben, genau, wo wir, finde die Forschungsstation. Informier von der Forschungsstation. Wir gucken mal auf die Karte, das ist, glaube ich, sinnvoller. Ist alles ziemlich weit auseinander, ne? Das ist das Blöde. Wobei ich würde sagen, wir machen eben... Ah ne, wir haben ja keinen Spaten, nicht blöd, Mann. Machen wir den Bahnhof. Felder mit Solarmodulen. Das können wir eigentlich mal eben machen. Wir haben jetzt noch 4 Dietriche, 5. Es muss klappen, anders geht's nicht. Fertig, aus. Okay, wir machen das nochmal. Weil da fehlt uns der Dietrich, dass wir da die Tür aufkriegen. Was? Ah, ich habe jetzt keinen Bock, lass mich in Frieden. So, da kommen schon die ersten... Doggy! Nee. Oh. Kann man nicht so rumkotzen? Oh, das finde ich sehr unhöflich von Sie. Ich muss da mal nachladen, meine Herren. Das ist mir jetzt unangenehm. Oh. Ist der Strahlenhannes? Ja, musst du heute mal schneller gehen. Wir müssen ja auch einkaufen, ne? So ist es nicht. Genau. Eine Sekunde.